Liebe Reisegemeinde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Dieses Mal geht es in ein Museum. Am Ende dieses Videos erwartet euch noch eine Fotoslideshow, also kommt doch einfach mal mit. Zum Automobil- und Spielzeugmuseum Nordsee in Ostfriesland. Ein Ausflugsziel, das sich immer wieder lohnt. Da kommen nostalgische Erinnerungen an die Jugendzeit hoch, Mopeds, die man selbst besessen hat, oder Erinnerungen an das erste eigene Auto. Ich selber war schon mehrfach dort. Dieses Museum muss man einfach gesehen haben. Im Museum befinden sich viele wertvolle Perlen. Der Trabi-Schorsch aus dem Film Go Trabi Go, das Auto vom Bullen von Tölz, Rudi Völlers erster Ford, der Mercedes von Mireille Mathieu, der Cadillac von Elton John und viele weitere beeindruckende Highlights. Heute ist das Museum eines der größten aus privater Hand geführten Automuseen in Norddeutschland. Und immer wieder kommen neue Exponate hinzu. Aber nicht nur die Autos und die Motorräder beeindrucken, sondern auch die historische Spielzeugsammlung ist immer wieder spannend anzusehen. Michael Klein, ein Unternehmer aus Stuttgart, war ein leidenschaftlicher Sammler. Das Automobil- und Spielzeugmuseum wurde bereits 2001 gegründet. Zunächst gab es Automobile und Zweiräder aller Art zu sehen. Später kamen unterschiedliche Exponate wie alte Reklameschilder, Spielzeug und weiteres hinzu. Nach dem Tod Michael Kleins wird das Museum jetzt von seiner Frau und seinen Kindern geleitet. Über 150 Autos und Motorräder sind aktuell auf einer Ausstellungsfläche von über 2000 Quadratmetern zu sehen.